Bill Gates zahlt nicht mehr genug. Achtung, Achtung, hier spricht die Antifa. Wir sind ein moderner Dienstleister. Dienstleisterin, wir gendern alles. Tschüss, der Arzt kommt. Also der Arzt. Der Arzt. Haben Sie Probleme mit Ihren Nachbarn? Rufen Sie die Antifa an. Kommt Ihnen etwas komisch vor mit Ihren Arbeitskolleginnen? Rufen Sie die Antifa an. Auch wenn jemand im Zahlungsverzug bei Ihnen ist, rufen Sie die Antifa an. Wir machen auch Hausbesuche. Wir sind die outgesourcete Exekutive ohne Vertrag, ohne Gewerkschaft, ohne Tarif. Sehr effizient. Nicht nur von Merkel nehmen wir Aufträge an. Wir zeigen, wir recherchieren gegen die Nazis, wir zeigen die Nazis an. Wir vollziehen auch Vollzug, wenn es sein muss. Vielleicht verteilen wir irgendwann auch Knöllchen. Wer weiß. Antifa ist eine Zukunftsbranche. Die Auftragslage ist hervorragend. Kommen Sie zu Antifa. Wir sind leider nicht mehr gemeinnützig. Aber wir akzeptieren auch Checks. Ja, die Schwurbel demonstrieren ja eigentlich gegen uns. Wir sind gar nicht der Gegenprotest gegen die Schwurbel, sondern die Schwurbel demonstrieren ja gegen uns. Deshalb müssen die eigentlich zu uns kommen, haben wir uns gedacht jetzt. Warum sollten wir denen hinterherhelfen? Hier steht ihnen doch im Weg. Solange es die Antifa gibt. Oh, ich kann nicht mehr. Wo bleiben Sie denn? Schwurbel. Wir haben einen Kommunikationsworkshop gemacht. Und wir können jetzt so Sachen sagen wie: Wir verstehen ja, dass ihr aufgeregt seid. Oder: Oh, Verschwörungstheorien. Das interessiert mich aber sehr. Lass uns darüber reden. Schwurbel. Ist ja wirklich schwierig hier, ohne Nazis gegen Nazis zu demonstrieren. Da müssen wir uns ja eigene Inhalte jetzt suchen. Oh wei, oh wei, oh wei. Wo sind die Inhaltslosen? Wo sind die Inhaltslosen? Schwurbel. Unser Inhalt sind inhaltslose Schwurbel. Jede Woche machen sie Demonstrationen. Das gibt uns Stabilität. Und Orientierung. Und natürlich ist die Auftragslage wieder sehr gut dieses Jahr. Unglaublich. Sie haben den ganzen Winter sich Sachen überlegt, um dann das Gleiche zu machen wie letztes Jahr. Blöd, wenn man alles von uns schon kopiert hat. Weil nichts mehr einfällt. Och, Schwurbel. Ihr müsst doch zum Bundestag, nicht zum Polle. Ach, Leute. Sind hier die Echsenmenschen? Ihr demonstriert nicht gegen die. Heute schon auf dem goldenen Teller. Wir präsentieren uns hier wie auf dem goldenen Teller. Keine Polizei da. Die verlassen sich einfach auf uns. So muss das sein. Ein Vertrauensverhältnis. Oh
wobei Vertrauen und Verlassen sind ja unterschiedliche Sachen. Ja, der RFP gehört uns. Keine Nazis, keine Bullen. Oh mein Gott, mein Alu.